Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun. Im letzten Part sind wir endlich in Kolyma angekommen und jetzt möchten wir zum Wald von Kolyma, denn wir möchten mit Tred, dem großen heiligen Baum, sprechen, dass wir seine sanfte Seite wiederbeleben können, damit er die Menschen von Kolyma zurückverwandelt, denn er hat sie alle in Bäume verwandelt und auch den Mann am Anfang von Billy Bean, und er macht halt diese ganzen Probleme, weshalb Lord McCoy uns nicht hat durchgehen lassen und so, und das ist scheiße halt. Und wow, das ist ein Baumstumpf. Okay, was macht der da? Soll ich ihn verschieben? Kann ich ihn überhaupt verschieben? Als allererstes kann ich erstmal Monster besiegen. Okay, eine Drohne. Interessant. Dann greifen wir erstmal an. Ich würde sagen, ich versuche es mal mit Wirbelwind. Ja. Das hat gut geholfen. Und oh, wir haben ein Elixier gefunden. Interessant. So, mal sehen. Hier war nichts. Rennen wir mal ein bisschen und sehen uns um. Können wir die überhaupt bewegen? Ja, können wir tatsächlich. Interessant. Ah, so können wir abkürzen. Gut. Okay, die gefällten Bäume können also als Brücke genutzt werden. Gut zu wissen. So, jetzt kommen wir hier rum. Wir sehen uns hier erst einmal im Wald ein bisschen um. Im hinteren Teil, wo weniger Bäume gefällt sind, da soll sich Tred aufhalten. Ja, an sich ist das eine ziemlich miese Sache, die da mit ihm gemacht wurde. Ich muss übrigens eine Aussage aus dem letzten Part revidieren. Ich meinte eigentlich damit, Lord McCoy hatte Schuld. Nicht Lord McCoy hatte keine Schuld, sondern es ist folgendermaßen. Lord McCoy hatte weniger Schuld. Er war lediglich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen hat bringen lassen. Falls ihr jetzt versteht, worauf ich hinaus will. Das war im letzten Part ein bisschen verwirrend. Das möchte ich hiermit korrigieren. Und oh, da ist eine Nuss. Die holen wir uns natürlich gleich. Und zwar mit Fänger. Schnapp. Und Nuss geholt. Und die Nuss geht wieder an Garrett. Gut, dann greifen wir mal als allererstes an. Na, ich würde sagen, Erdmagie bringt dir jetzt... Also, Psynergy bringt dir jetzt nicht so viel. Deswegen greift ihr beiden... Nee, du greifst mit Feuer an. Das ist eigentlich sogar eine ganz gute Idee. Weil Insekten gegrillt... Passt. Theoretisch. Gut. Wir halten 38 Punkte, 56 Münzen. Zum Heilen haben wir ja noch einiges. Und hier kommen wir. Moment, hier müssen wir wahrscheinlich Psynergy einsetzen. Ich nehme mal den Verschieber. Was? Oh, klappt nicht. Kacke. Na gut, dann müssen wir es anders versuchen. Indem ich dich wieder wegrolle, wie wäre es damit? Ja, kommt gut. Und dann wieder ein paar Drohnen. Ah, kacke. Die gehen alle gleich auf Ivan. Na gut, dann heilen wir mal Ivan. Dann nehmen wir mal Flammenwand. Dann nehmen wir nochmal Wirbelwind. Ein Glück, wenigstens Ivan haben wir noch heilen können. Jetzt gehen sie natürlich alle auf Isaac, aber dafür haben wir ja die Flammenwand. Alles besiegt, wunderbar. Dann würde ich sagen, falsche Taste. Nee, ich wollte eigentlich auf die Items und dann wollte ich ein Heilkraut benutzen. Gut, jetzt haben wir wieder 80. Na, machen wir es mal voll. Wir haben ja noch genug Heilkräuter im Verhältnis. So, als allererstes müssen wir dich wegschieben. Gut, dann kommen wir hier durch. An sich ist das gar kein so schweres Labyrinth bislang. Allerdings wundert mich, wie stark die Monster sind. Ich hoffe, dass ich nicht underlevelt bin. So, hier kann ich Erdbeben anwenden. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, verwende ich noch Feuer auf die Lichthäupter. Und Ivan, du machst mal Wirbelwind auf die hier. Mit Psynergy können wir uns hier ziemlich gut noch behaupten. Falls ich nämlich underlevelt bin.
Den Rest regeln wir, glaube ich, mit Angriffen ganz gut. Ja. Ivan hat den letzten Schlag gemacht. Wir sollten hier also noch klarkommen. Gut. Hier geht es dort entlang. Da geht's hoch. Okay. Oh. Aber er hat ziemlich viele Bäume gefällt, der McCoy. Nicht so schön. Okay, da können wir nicht rüberspringen. Das heißt, theoretisch müssen wir dafür sorgen, dass wir da eine Brücke haben. Das heißt, wir müssen hier durch. Müssen den Baum hier hinbringen. Dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir den hier hinschieben. Den dorthin. Den hier hin. Bislang ist das sehr leicht für mich. So, einmal hier rum. Einmal dort rum. Mich wundert, dass hier jetzt wieder kaum Monster kommen. Naja, vielleicht habe ich einfach nur Glück. So. Und jetzt rollt der Baumstamm schön ins Wasser. Und dadurch können wir hier rüber. Läuft bislang sehr gut und... Oh, ein Troll. Das ist nicht gut. Dann fangen wir mal an mit Stalagmit. Dann Flamme. Ich nehme jetzt erstmal die schwachen Dinger, damit Ivans Blitzstrahl eine ganze Menge reißen kann. Ja, 41 Schaden ist schon mal gut. 52 Schaden noch besser. 22 war schlecht. Aber wir haben den Troll besiegt. Das ist sehr gut. So, hier geht eine Treppe rauf. Oh Gott, ich wette, nachher muss ich mich hier nochmal umsehen, weil ich bestimmt wieder Sachen hier vergesse. Aber ich sehe mich ja nur um. Und je nachdem, wie weit ich komme, schaffe ich das dann. Oder nicht. So, einmal Erdbeben, einmal Flammenwand. Besonders gegen die Skelette wird das interessant. Und hier Blitzstrahl. Gut, das erste Skelett wäre tot und die zwei Lichthäupte wären tot. Dann jetzt noch die Flammenwand und alle sind besiegt. Klasse. Läuft bislang ganz gut. So, jetzt kommen wir hier hin. Oh, jetzt müssen wir uns mit Stöcken über die Baumstämme durchs Wasser bewegen. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Da fehlt einer. Da vorne ist außerdem eine Truhe. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir, Baumstumpf? Du bist definitiv zu klein, um dorthin zu kommen. Du kannst aber auch nicht von da... Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Moment. Gleich mal testen. Psynergy einsetzen. Verschieber. Nein, hat nicht geklappt. Obwohl, vielleicht muss ich sie ja an mich ranziehen. Das wäre natürlich eine Idee. Okay, ein Schritt näher. Ah, das ist jetzt ein ziemliches Rumprobieren. Aber nee, es klappt nicht. Schade. Aber die Musik ist im Übrigen wieder sehr schön. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Schwimmen können wir zufälligerweise nicht, nee. Seltsam, dass die Baumstämme sich auch nicht in eine andere Richtung verschieben lassen oder so. Na gut, ich denke, wir suchen... Ach, hier unten geht's auch noch weiter gut. Ich wollte gerade schon schauen. Das ist aber seltsam, hier ist eine Brücke. Soll ich die mal runterlassen? Ja. Wäre, glaube ich, eine Idee. Was steht da auf dem Schild? Berühren des Schleusenhebels verboten. Oh. Upsie. Jetzt haben wir das ja doch gemacht. Ach, bin ich böse. An die Kiste kommen wir trotzdem nicht. Scheiße. Das machen wir dann gleich. Hoffentlich. Wenn ich es schaffe. Bislang habe ich es immer geschafft. Ich kann das. Bestimmt. Gut. Sehen wir uns mal hier um. Wieso sieht das hier so komisch aus? Hm.
Ach so, ich kann ja den hier zum Beispiel hierhin verschieben. Moment, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Schleuse wieder schließe? Habe ich dann den Weg geebnet? Wäre eigentlich die logische Konsequenz. Wir sehen es ja gleich. Ja, ich betätige den Hebel und tatsächlich. Das heißt also, das war das Rätsels Lösung. Ja, da macht sich wieder die Erfahrung aus anderen Spielen bei mir wieder bemerkbar. Ich renne hier irgendwie durch und weiß alles, obwohl ich hier nie war. Toll. Aber in die Kiste komme ich nicht. Ah, regt mich das auf. Wobei, jetzt kann ich ja erst einmal den Stamm hier hinschieben. Was mache ich, wenn ich ihn dorthin schiebe? Hm, okay, das war blöd. Das war sozusagen nur ein Shortcut. Na, dann machen wir den wieder auf. Den Shortcut. Weil wir das bestimmt noch öfter machen müssen mit dem Schleusenhebel. Ich stell's mir einfach mal vor und... Nein, doch nicht? Mensch. Das ist er, glaube ich. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist Tread. Oder? Na, zuallererst werden wir mal von seiner Leibgarde empfangen. Einer Ratte, einem Rattensoldaten und einer Drohne. Toll. Dann nehmen wir mal Feuer. Und Blitzstrahl zur Hilfe. Dann machen wir mal die Leibgarde kaputt. Tja, dann frage ich mich, was mich gleich erwartet. Ich hoffe, kein Bosskampf. Wenn doch, bin ich am Arsch. Ich glaube, ich sehe mich erstmal woanders um. Also hier weiter hinten und so weiter. Moment. Der Typ ist komisch. Oder ist der andere... ist? Ich glaube aber eher, das hier ist Tread und der andere ist... oh, wie hieß sie denn? Irgendwas mit Arbon. Ich wette, sie sagt gleich noch ihren Namen. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Baum war. Und ja, falls ihr euch wundert, warum ich darauf komme, so ein bisschen grundlegendes Allgemeinwissen sorgt dafür, dass man Arbo teilweise als Baum sieht. Wer seid ihr? Ja, das ist sie, diese komische. Oh, ihr seid diejenigen, die Treads Glanz widerstehen konnten. Ich spüre große Wärme in euren Seelen. Wenn ihr gekommen seid, um Tread zu retten, seid ihr zu spät. Schon bald wird Tread sterben, doch ohne ihn werden auch wir verwelken. Geht, bevor dieser Wald zerstört wird. Nein. Geht, bevor dieser Wald zerstört wird. Das ist jetzt ein Witz, oder? Wir sind jetzt den ganzen Weg hier lang gekommen und jetzt soll er doch sterben. Hm, ist klar. Was schickst du uns dann hierher? Na gut, dann ist er da hinten scheinbar Tread. Gut, dann kämpfen... Nein, kämpfen tun wir gegen ihn hoffentlich nicht. Sondern wir reden erstmal mit ihm. Wir lassen diesen Wald nicht zurück, nur weil ein paar Bäume gefällt wurden. Er wird nicht mit dir sprechen, Kind. In Treads Reich habe ich die Kontrolle. Also ist er nicht der richtige Tread, oder wie? Das heißt also, wir müssen hier hoch. Also war ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg und... Oh. Jetzt sind wir in dem... Alter, ist das eine gute Musik. Und seht ihr das? Diese Ranken, die von oben runterkommen, das sieht total cool aus. Boah. Nett gemacht. Vor allen Dingen auch die ganzen Lichteffekte, die hier drin sind. Man sieht es nur ganz leicht, diese Lichteffekte. Was ist sehr schön gemacht. Vor allen Dingen auch noch diese inneren Labyrinthe, labyrinthartigen Gänge in diesem Baum. Sieht sehr schön aus und Spinnenweben. Und Dinge, auf denen man rumspringen kann. Und lauter Spinnen. Das ist nicht schön. Gehen wir mal mit Feuer auf sie los?
Ich denke, das sollte effektiv sein. Nein, ist es nicht, aber sie nimmt Spinnennetz. Ach, die können unsere Verteidigung senken. Ich hätte eher gedacht, sowas wie Initiative senken, aber gut. Oh. Zwei haben Level 1, haben Level 8 erreicht. Cool. Wer denn jetzt genau? Isaac und Ivan. Cool. Oh nein, jetzt fallen wir durch. Ist klar. Ich habe schon gemerkt, diese Blätter, die kann man nur einmal, also da kann man nur einmal drauf springen und da muss man runter. Und wieso bin ich jetzt wieder runtergeklettert, weil ich doof bin? Ah, von hier aus komme ich nicht weg, dann falle ich runter. Ich merk's. Gut, das heißt also, ich habe jetzt hier ein Sprungrätsel vor mir. Und an der Seite geht es noch weiter. Und hier sind Ratten und Trolle. Na, Erde wird jetzt hier nicht so viel bringen. Das heißt, wir greifen erstmal an. Ich denke, Feuer wird hier eine ganze Menge bringen. Und, oh, Ivan hat eine neue Psynergy gelernt, nämlich Plasma. Die wenden wir doch gleich mal an. Scheint ein verbesserter Blitzstrahl zu sein, was cool ist. Okay, die Ratte ist schon tot. Jetzt kommt noch die Flammenwand und die tötet den Rest. Klasse. Dann hoffen wir mal, dass Garrett auch bald seinen Level up hat. Ich glaube, hier unten ist der Weg raus. Beziehungsweise zur anderen Seite. Ja, war mir klar. War mir irgendwie klar. Okay, allerdings, würde ich sagen, das scheint ja jetzt noch hier ein bisschen größer zu werden. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen dann im nächsten Part weiter. Hier in diesem Baum in Tread und dann versuchen wir die sanfte Seite dieses Baums wiederzufinden. Von daher bis zum nächsten Part, Leute. Bye bye und nochmal ganz kurz diese schöne Musik. Also ich muss ehrlich sagen, die Musik gefällt mir sehr gut.